So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme von Isaac. Folgendes ist die aktuelle Situation, in der ich stecke. Das hier ist Part 45. Seit Part 38 versuche ich die Ultra Hard Challenge. Ich habe es leider nicht geschafft, mich davon loszureißen und habe jetzt tatsächlich seit Part 38 nur diese Challenge gespielt. Und Part 42 und Part 43 sind im Prinzip vier Parts insgesamt, weil ich damals so gefrustet war nach der Aufnahme, wo ich gedacht habe, ich kann nicht so viele einzelne Folgen hochladen, dass ich Part 42 und Part 43 als Doppelfolge gemacht habe. Die sind jetzt über 2 Stunden lang. Ich kann unmöglich eine ganze Woche lang Ultra Hard Challenge hochladen. Weil fürs Let's Play ist das nicht gut. Wir spielen jetzt in dieser Folge, blöd es klingt, wir spielen jetzt in dieser Folge einmal Ultra Hard und diese Folge ist praktisch jetzt schon die aktuelle Folge. Ich lade im Laufe der Woche jeden Tag extra auf einem anderen Zeitpunkt 38 bis 44 Stück für Stück hoch. Genauso wie einfach eine zweite, wie einfach eine zweite Folge. Ja? Aber 38 bis 44 ist praktisch nur für die, die mich wirklich bei der Ultra Hard Challenge leiden sehen wollen. Ja, weil ich leide. Ich leide hart. Ich erkläre euch gleich, was das Schwierige an der Challenge ist. Es ist die schwerste Challenge im Spiel scheinbar. Und das ergibt auch Sinn. Ich erkläre gleich alles. Ich will jetzt erstmal ausführen. Genau. Deswegen, für euch geht es ganz normal dann in Folge 46 weiter mit normalen Runs. Ich werde mich dann wieder versuchen, Richtung Corps zu begeben, ne? Da mal vielleicht Mother zu schaffen. Wäre ja schön, weil da müssten wir weiterspielen. Und alle anderen, die sagen, okay, sie wollen zusätzlich stundenlang Isaac gucken bei mir. Die Ultra-Hard-Folgen sind eure Adresse. Ja? Aber ich kann jetzt nicht jeden Tag eine Ultra-Hard-Folge. Ihr könnt es ja schauen, wenn ihr wollt, ne? Ihr könnt es ja schauen, wenn ihr wollt. Aber ich will auch für die, die sagen, du hast jetzt so viel Challenges gespielt, es reicht, wir wollen keine Challenges mehr sehen. Für die ist jetzt dieser eine Part, ich spiele einmal diese Challenge. Ja, ich probiere mich einmal. Und ja, nee. Das ist halt schon scheiße. Wir spielen weiter, ich rede dabei. Folgendes ist bei der Challenge das große Problem. Erstens, alle Flüche gelten gleichzeitig. Das heißt, wir können in irgendeinen Raum jederzeit teleportiert werden. Na, was heißt teleportiert? Aber die Räume können sich praktisch ändern. Wir sehen die Karte nicht. Wir haben ständig mit XL-Ebenen zu tun. Und wir sehen die Items nicht, die wir einsammeln. Und das größte Problem dieser Challenge, wirklich das allergrößte Problem ist, es spawnen keine Herzen. Es spawnen keine Herzen. Die einzige Möglichkeit, Energie zurückzubekommen, ist über irgendwelche Regenerations-Items. Alles, was normalerweise ein Herz spawnen würde, ist einfach leer. Wenn aus einer Truhe ein Herz gekommen wäre, ist die Truhe einfach leer. Und das war's. Das war dann alles. Ja? Und das ist nicht gut. Deswegen der Start, den ich gerade hier hinlege mit Dead Cat, ist eigentlich Müll, aber ich habe mir im Laufe der Parts mich so organisiert. Ich meine, für mich ist das jetzt das 10. oder 11. Mal, dass ich diese Challenge spiele. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich bin so süchtig nach dieser Challenge, aber jetzt reicht's. Weil das kann ich euch nicht. Also, wer Challenge nicht sehen will und so, ne? Für den ist einfach, sind die Parts wirklich nichts. Und das ist jetzt eigentlich, ist es schon jetzt ein Run zum Resetten. Ich habe eigentlich jetzt schon nur Müll. Ich habe effektiv nur Müll. Ich warte noch kurz die Boss-Items ab und dann gucken wir weiter. Wie gesagt, deswegen, ich spiele jetzt natürlich schon mit 11 Challenges
im Nacken, ja, die ich praktisch schon hinter mir habe. Deswegen, ich habe schon mir so eine gewisse Strategie aufgebaut, aber ja. Ziel ist, man muss bis Mega Satan kommen. Und zwar, ne, zum Fußspielen. Beim Fuß bekommt man das Negativ, das heißt, es geht über Sheol. Es geht über Sheol und dann muss man noch Mega Satan besiegen. Und wie gesagt, du bekommst keine Energie. Du hast ohne Regenerationsitems keine Möglichkeit. Karten wie The Lovers, die zwei Herzen dir geben, funktionieren nicht. Weil diese zwei Herzen, die du durch The Lovers bekommst, die landen ja auf dem Boden. Ne? Die Karte The Lovers spawnt die Herzen. Das heißt, wenn ich The Lovers einsetze, passiert einfach effektiv nichts. Und das war's. Ich habe ne... Jetzt spoiler ich ein bisschen... Ne, okay, ich will mal nicht zu viel jetzt die Folgen spoilern. Wie das so gelaufen ist. Was so, weil natürlich, als ich die angefangen habe, die Challenge, hatte ich den ganzen, die ganze Ahnung, die ich euch jetzt sage, natürlich noch nicht. Na, das ist klar. Da habe ich diese ganzen Ideen und so weiter noch nicht gehabt, die ich jetzt sage. Deswegen, ein bisschen spoilere ich jetzt natürlich schon. Ja, und das meiste, was ich jetzt gesagt habe, finde ich auch erst im Laufe der Challenge, der Folgen dann heraus. Also im Laufe der Folgen 38, 39 und so weiter. Aber... Ja, wie gesagt, zu viel will ich jetzt nicht spoilern. Ich wollte euch halt vor allem jetzt die Schwierigkeit der Challenge erklären, dass ihr versteht, worum es geht, dass wir mal theoretisch über die Challenge gesprochen haben. Aber das war's dann auch. Ja? Und das nächste Problem ist, jeder Raum ist, also so gut wie jeder Raum, ist halt ultra schwer. Ne? Es sind meistens irgendwelche Champion-Items und so weiter. Ich lass mich raten, dieses Ding würde normalerweise blaue Herzen mir geben, wenn ich Münzen einsammle. Das hat so einen blauen Leuchteffekt. Das ist bestimmt sowas. Das ist bestimmt sowas. Aber das finde ich jetzt wieder nett. Das ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es sieht so aus, von dem blauen Effekt her. Sieht so aus, das heißt, es passiert effektiv einfach nichts. Ne, super, super nices Trinket in einem normalen Run, aber hier passiert effektiv nichts. Ja, und wie gesagt, die ganzen bunten Gegner, das sind eben Champion-Gegner, die sind meistens auch dann unsichtbar oder super klein und so weiter. Sodass du kannst, naja, ich will nicht sagen OP werden, wir hatten wirklich interessante, wir hatten interessante Runs, wir hatten interessante Items. Es sind, also, schaut euch das gerne an, es ist nicht so, dass es aus meiner Sicht jetzt schlechte Folgen sind, aber es ist halt einfach... immer das Gleiche. Das, nein, es ist nicht immer das Gleiche. Es ist immer wieder eine andere Art von One. Dann sag mal, wo ist denn dieser ganze Geheimraum-Scheiß? Jetzt habe ich hier schon den Spelunky-Head und dann finde ich den Geheimraum nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ja, was ich sagen wollte... Weiß ich nicht mehr. Was habe ich denn jetzt angesetzt? Also eigentlich würde ich gerade gerne noch den Geheimraum... Hä, ich habe doch... Zeigt der Hut mir nicht die Geheimräume? Bin ich jetzt komplett dumm? Ich dachte, der Hut zeigt mir die Geheimräume. Habe ich... Ich war doch jetzt in jedem Raum drin, hätte ich gedacht. Ist es jetzt zufällig mal so, dass es hier keinen Geheimraum gibt oder verwechsel ich den Hut jetzt einfach? Ich dachte, der Hut zeigt mir die Geheimräume an. Reveals adjacent room types. This includes revealing if you are next to a secret room or super secret rooms. Hä? Ich dachte, der macht das dann auf, wenn ich in so... keine Ahnung. Bin verwirrt. War ich jetzt noch nicht in jedem Raum drin? So. Hä? Ja, okay, keine Ahnung. Ich dachte, der macht scheinbar was anderes, als ich dachte. Hä? Nichts? Nichts? Hier ist er. Ich bin super verwirrt.
kann das denn jetzt sein? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Und wie gesagt, das, Dead Cat ist natürlich wahrscheinlich für gute Spieler ist es wahrscheinlich echt ein Item, was sie bei dieser Challenge mitnehmen würden. Aber da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, für mich ist es nicht das beste Item. Ich will jetzt nur ganz kurz die zwei Bosse hier noch mitnehmen. Und dann gucken wir. Einfach mal. Gut. Ob da noch was Brauchbares bei rumkommt, ich denke es aber nicht und dann resette ich. Dass wir vielleicht noch einen normalen One sehen. Einen einigermaßen. Ich werde jetzt auch mal nicht spoilern, wie weit ich maximal gekommen bin in meinen Versuchen. Ich meine, es ist obvious, dass ich es nicht geschafft habe. Ne? Weil. Sonst hätte ich jetzt diese Folge nicht aufgenommen. Aber das ist jetzt sozusagen meine Erklärfolge, um euch zu erklären. Ihr müsst die Filler-Folgen zur Challenge nicht gucken, wenn ihr das nicht sehen wollt. Sondern ihr könnt eben einfach ab Folge 46 dann weiterschauen. Dafür muss ich allerdings erstmal 46 aufnehmen. Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das aufzunehmen, aber es sollte hinzukriegen sein. Weil ich habe jetzt Folgen für über eine Woche. Ne? Ich habe jetzt Folgen für über eine Woche. Aber es ist halt alles ultra hart. Es ist alles ultra hart. Und ich weiß nicht, ob ihr da so dabei seid. Ich weiß wirklich nicht, ob ihr da so dabei seid. Aber wie gesagt, wer das sehen will, gar kein Problem. Ich lade es ganz normal hoch. Es wird ganz normal auf den Kanal kommen. Könnt ihr euch jederzeit angucken. Aber ich will es halt nicht nur. Es soll halt nicht der einzige Isaac-Content die Woche sein. Gleichzeitig habe ich noch einen Hack von... Oh shit, ein Level von Stevie, was ich spielen wollte. Habe ich noch gar nicht gewarnt. Ups. So, jetzt kommt mal der Swan Protector. Der ist auch ganz nett natürlich. HP ab. Das Ding ist halt auch... Nee, das Ding ist nicht. Nee, ich habe nichts gesagt. Nee, vergesst, was ich sagen wollte. Oder soll ich es probieren? Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Wenn ich jetzt den Satan-Deal bekommen sollte, gehe ich nicht mehr in den Satan-Deal rein, weil ich auf Engelraum gehe. Ne? Ja, okay, er kommt eh nicht. Hier ist ab, okay. Na so, auf die Art und Weise kriege ich zum Beispiel blaue Herzen. Auf die Art und Weise kriege ich blaue Herzen, anders kriege ich sie nicht mehr. Selbst blaue Steine, die man sprengen könnte, wenn da ein blaues Herz drin wäre, sind die halt einfach leer. So, ich spreng den Stein und es passiert effektiv nichts. Das heißt, das wichtigste Ziel ist eigentlich, du willst möglichst viele Items mitnehmen können in den Räumen, in den Ebenen. Um halt, ja, OP zu werden, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe nach 11 oder 12 Versuchen immer noch keine richtige Strategie. Weil, also das Ding ist, du kannst noch so gut aufgestellt sein. Es gibt einfach Räume, die instant dein Leben beenden. Und du kannst machen, was du willst. Also schaut euch gerne die Folgen an. Ganz oft denke ich mir so, wie hätte ich das jetzt schaffen können? Also wirklich. Ich weiß, dass ich nicht der beste Spieler bin. Aber holy shit. Das sind dann einfach in einem winzigen Raum wirst du einfach mit 5 Milliarden Gegnern bombardiert. Und es sind halt auch noch so Champion-Gegner. So, die besiegst du nicht mit 2 Tränen. Das ist... Es ist in sehr, aber gut, es ist halt auch wirklich eine richtig, richtig, richtig schwierige Challenge. Okay, da ist jetzt zum Beispiel der erste... Oh, nee. Der erste Itemraum. Und wie gesagt, jeder Treffer tut halt besonders weh, weil du ihn nicht zurückbekommst. Ne, ich bekomme so gut wie... Also solange ich nicht so ein Regenerations-Item oder irgendwas habe, was mir hilft zum Regenerieren, solange bekomme ich effektiv nichts zurück. Und das ist richtig kritisch. Das ist richtig, richtig kritisch. Und dann gibt es halt auch Itemräume. Auch die beenden dein Leben. Ich hatte einen relativ schönen One. Und dann habe ich ein Item... Oh mein Gott!
Ich hab... Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich dieses Item in den Run schon hatte. Und es ist so gut. Aber ich hab... Selbst damit versaue ich es halt. Also jetzt werdet ihr live Zeuge, wie man trotz Tech X diese Challenge einfach versauen kann. Aber im Moment... Also das ist im Moment die beste Variante, weil bisher hatte ich noch nie so hohe Tierrate, als ich das Item hatte. Aber wie gesagt, also trotz... Ich kann es trotzdem noch locker versauen. Das glaubt mir jetzt vielleicht keiner. Aber ich kann es immer noch versauen. Alleine der Raum ist jetzt schon wieder, wenn ich jetzt nicht schnell genug hier die Kacke wegmache. Habe ich eine Bombe gerade gesetzt oder wieso bin ich durch den Raum zurückgesprengt worden? Das ist weird. Seht ihr, was ich meine? Das sind einfach Räume. Nee, kam ich nicht schnell genug raus. Das sind einfach Räume, die beenden dich. Das ist genau, was ich meine. Da ist so ein kleiner Typ dabei. Da muss ich aufpassen. Ich muss auf die aufpassen. Ich muss auf die Kacke hier aufpassen. Ich darf hier nicht zu schnell hin. Alter. Ist der Kleine jetzt zumindest weg? Da ist ein ganz Kleiner mit rumgelaufen. Haben wir es jetzt. Okay, da unten ist noch so ein Viech. Das kriege ich weg. Alter, aber seht ihr, das meine ich. Und das sind Räume, die beenden einfach dein Leben. Also vollständig. Holy moly. Okay, da liegt eine Pille. Okay. Das Gute ist, dass wir gerade echt eine schöne Tierrate haben. Ich hatte eine relativ... Ich hatte einen Rand, hatte ich eine nicht so schöne Tierrate. Da hat es länger gedauert, bis die sich aufladen. Aber Junge, 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 Junge. Ja, irgendwie... Keine Ahnung. Oh Gott, noch so ein furchtbarer Raum. Gut, einfach... Du gehst rein und du bist einfach tot. Aber ich schätze, ich muss durch den Raum durch. Ich muss irgendwie hier durchkommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das macht halt jeder... Oh. Mit der Dead Cat ist halt jeder Treffer tot. Weil ich halt nur ein Herz habe. Kriege ich den weg, dann könnte ich da durchlaufen. Okay, so geht's auch. So geht's auch. Jetzt habe ich eine gute Ausgangslage. Jetzt mache ich die da oben weg, vielleicht. Ja, so geht's, so geht's, so geht's. Aber ich meine, seht euch an, ich verliere jedes Mal Leben. Und ich habe halt nicht unendlich. Also... Und selbst mit mehreren Herzen, das... Es ist insane. Es ist echt ein geiles Item, TechX. Gar keine Frage, ich liebe das Ding. Aber es reicht nicht. Also es reicht alles bei weitem nicht. Es ist einfach eine super schwierige Challenge. Aber ich finde es gerade cool, dass wir jetzt dieses Ding mal wieder haben. Weil es passt. Oh mein Gott, wie viele große Räume sind denn da? Ich meine, es ist sehr schön, weil das demonstriert genau, was ich meinte. Der Raum ist zwar mit TechX auch in Ordnung. Geht klar. Mein nächstes Problem ist, dass die Fliege, die ich dabei habe, die wird ja nur aktiv, wenn ich getroffen werde. Und da ich aber mit einem Treffer meistens jetzt tot bin, dadurch, dass es halt Champion-Gegner sind, ist das alles nicht so optimal. Geht's hier unten weiter? Hier unten geht's weiter. Da ist der andere Itemraum, sehr schön. Dann werden wir uns da mal anschauen, was es denn... so Hübsches gibt. Okay, wir haben auch wieder zwei Schlüssel für die nächste. Ja, Sweet Suffering nützt mir überhaupt nichts, weil das würde halt Herzen spawnen, wenn ich getroffen werde. Oh nee, das ist ein Scheißraum. Okay, dann gehe ich da zumindest nicht mehr rein. Cool. Dann gehe ich da zumindest nicht mehr rein. Nee, es ist... Und wie gesagt, genau in dieser Art und Weise läuft es praktisch seit 8 Parts gefühlt. Na, es ist einfach. Das dürfen sich gerne Leute angucken, die da Bock drauf haben und Spaß dran haben. Absolut. Aber ich will es den anderen nicht antun. Die sagen, sie wollen lieber wieder in Anführungszeichen Story sehen, also halt. Sag nicht, wir waren den ganzen Weg hier umsonst. Wir hätten das alles hier nicht spielen müssen. Ist hier wirklich nur... Oh mein Gott, wir mussten hier nie lang.
Ah, naja, doch, für den Itemraum. Für den Itemraum, aber der Itemraum hat halt Sweet Suffering und das ist nicht. Nichts, was mir was bringt. Oh nein. Ah, der Raum ist auch wieder Müll. Aber der Raum ist in Ordnung. Also Müll im Sinne von, er nützt mir nichts. Aber ich werde jetzt da drin nicht sterben. So meine ich das. Ah, vielleicht ist er auch nicht so Müll. Okay. Strange so als letzte Bastion. Ah, oh, Mann, ey. Obwohl, ja, das war halt wieder... Und dann gibt's auch solche Treffer, ne? Jeder Treffer ist... Oh Gott, ja, jetzt hat sich der Raum geändert. Das ist, was ich meinte, ne? Das ist der Fluch. Aber jeder Treffer ist einfach super ärgerlich. Jeder Treffer ist super ärgerlich. Aber ich hatte wirklich gute Runs. Also ich hatte schon ganz coole Runs. Ich will, wie gesagt, lieber nicht zu viel spoilern. Das ist... Oh. Dass es zumindest noch ein bisschen spannend ist. Wenn ihr euch das an... Oh mein Gott! Wenn ihr euch das noch angucken wollt. Ich meine, was ihr wisst, ist klar, ich schaffe die Challenge nicht. So. Der Spoiler lässt sich leider nicht vermeiden durch die Sache jetzt, aber... Ja. Aber vielleicht interessiert... Vielleicht muss ich den Raum auch gar nicht spielen. Vielleicht gehen wir einfach mal hier hoch. Wir müssen eigentlich effektiv nur noch den Bossraum finden. Der geht nicht kaputt, ne? Oh mein Gott. Geh kaputt. Geh... Oh, nee. Danke. Wir müssen nur noch den Bossraum finden. Und dann geht es eigentlich weiter. Und wir haben nur noch zwei. Ja, Shop, okay. Aber mit 12 Münzen brauche ich da jetzt auch nicht reinrennen. Können wir uns sparen. Jetzt ausnahmsweise mal. Ich würde lieber dann noch einen zweiten Run anfangen. Und einfach nochmal euch zeigen, wie es beim zweiten Mal laufen könnte. Na, einfach, dass ihr zwei... Oh Gott! Einfach, dass ihr zwei Runs seht. Das sind Items, die haben super Potenzial, aber ich versau's halt trotzdem damit, ne? Das ist das Ding. Ja. Chillig. Vielleicht komme ich erstmal irgendwie... Das ist, was ich meine. Und so geht's die ganze Zeit. Ne? So läuft's die ganze Zeit. An sich sollte man natürlich nur mit guten Items starten. Meistens ist es gar nicht so gut, in diesen Raum hier rein zu... Ah, das hätte ich gar nicht machen brauchen. Meistens ist es gar nicht so gut, hier reinzugehen, weil die meisten Sachen, die da drin sind, nützen halt effektiv nichts. Okay, das ist ein sehr schöner Start. Weil ich direkt die beiden Items sehe. Und dann entscheiden kann, ob wir weiterspielen. Und da ist die Entscheidung klar. Nope. Das ist alles, ne? Ich mache eine Trail of Tears. Trotzdem will ich meistens halt noch das zweite Item mir angucken. Und wenn dann beide Items einigermaßen akzeptabel sind. So einigermaßen akzeptabel. Dann, ich meine, auch hier wieder, ich sag bei so vielen Items, sage ich erst so, okay, die Items sind recht scheiße. Aber dann merke ich halt so, okay, sie haben ja schon echt einen Nutzen. Auch hier wieder dieses, oh, scheiße. Ja, das ist halt schon wieder jetzt ein ganzes Herz, was weg ist, ne? Und das ist halt, ich krieg's nicht wieder. Das ist der Punkt. Du musst im Prinzip so spielen, dass du nicht getroffen wirst. Du musst im Prinzip so spielen, dass du nicht getroffen wirst. Das ist schon, oh mein Gott. Das ist schon richtig schwierig. Ich meine, gut, ich kann hier mit meiner Trail of Tears, kann ich jetzt schon richtig viel eigentlich Quatsch machen. Weil, wie, wenn ich da jetzt nicht mit reinlaufe, okay. Weil die halt alle auf dem Boden entlang laufen, die müssen da durchlaufen. Na, das beendet die von selbst schon. Es ist kein schlechtes Item, gar keine Frage. Es ist jetzt nicht das Beste von den Zodiac-Items. Aber es ist kein schlechtes Item. Es gibt halt auch wirklich Items, ich werde jetzt nicht spoilern, welches waren, ne, aber es gibt halt wirklich Items, die beenden dir den Run. Und deswegen ist es enorm viel Glücksspiel, diese Challenge. Diese Challenge ist enorm viel Glück. Ach, das ist der Raum, in dem ich war. Ah, ja. Und dann wurde ich geportet. Alles klar.
Ne? Und diese Challenge ist brutal für Glücksspiel. Aber ich will jetzt auch nicht alles wieder aufgreifen, was ich in den Parts einzeln sage. Okay, da ist jetzt aber wirklich der andere Itemraum. Aber es ist halt... So, jeder einzelne Hit macht einfach brutal sauer nach einer Weile. Was ist das denn? Hä? Das kann ich immer wieder machen, oder was? Hier hat es noch irgendeinen Effekt zusätzlich oder ist das alles? Isaac's Tears. Space item that fires 8 of Isaac's Tears in a circle. Tears spawn from this item. Keep most affected. Isaac currently has applied for his tears. Ja, okay. Alles klar. Ist interessant, wenn man zum Beispiel jetzt die Sensen hätte. Haben wir aber nicht. Ich meine, gut, wenn wir mehr Damage haben und so, dann ist das vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Aktuell erscheint es mir jetzt nicht so. Vor allem, ich habe so den Eindruck, ich konzentriere mich dadurch nur noch auf das Angreifen mit dieser Variante und schieße gar nicht mehr normal. Das ist ja auch kompletter Schwachsinn dann. Aber man kann es immer wieder einsetzen, das ist ganz interessant. Eigentlich nichts, wo ich weiterspielen würde, aber auch hier bin ich jetzt wieder so, okay... Bei der Auswahl gucken wir dann zumindest mal. Erstens, was ist das 7er Item hier? Wir brauchen noch 2 Münzen für das 7er Item. Weil je mehr Items, umso besser, solange sie nicht kacke sind. Und der Shop bietet schon Items, die gut sein könnten. Ja, die Betonung liegt auf könnten, nicht müssen. Oh, wait, ich habe ja hier gratis Bombe. Und vielleicht noch Münzen dabei, jawohl. Eine Münze noch. Eine Münze noch. Okay, hier waren wir noch nicht. Dann geht's hier vielleicht... Oh Gott! Ja, das ist halt... Das ist... Jetzt spiele ich halt richtig kacke. Also, das waren jetzt 2 Treffer. Ne? Die sind zum kompletten Abgewöhnen. 3 Treffer. Ja gut, jetzt kann ich auch resetten. Ihr bekommt jetzt jedenfalls mal einen Eindruck von dieser fantastischen Challenge. Wir... Wir starten wieder mit der Dead Cat. Das ist doch nicht mehr normal. Soll ich das jetzt wieder... Ich guck mir die Items wieder an, die 2, und dann gucken wir. Wir haben halt 9 Leben. 9 Leben ist super, aber wir haben halt kein HP. Das ist schlecht. Oh mein Gott, ich bin so sch... Bin so ein Volltrottel... Alter, das ist auch ein Raum, ne? Aber ich bin dann halt auch immer neugierig und gerade in der ersten Ebene kommst du ja umsonst in die Itemräume rein und kriegst einfach die 2 Items, die es halt gibt. Und wenn das irgendwas super episches wäre und ich würde es jetzt liegen lassen, ich würde es mir nie verzeihen, aber ich wüsste es auch nie, weil ich sie nie reingehen würde. Aber ich finde es sehr schön, ihr bekommt in dem Video eigentlich wirklich den Eindruck von der Challenge, was die Challenge ist. Das ist okay, das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Dass ihr ein Video gucken müsst. Und in dem Video erfahrt ihr im Prinzip, was diese Challenge ist. Was das Problem mit dieser Challenge ist. Und dann ist es eure Entscheidung, ob ihr mir... Ihr könnt ja auch euch nur eine Folge aussuchen, ne? Sucht euch die Folge aus, dessen Videotitel euch am besten gefällt. Lul. Weil der so viel aussagt über 2 Stunden. Nee, also ihr merkt es ja auch jetzt wieder, ne? Ich fange einfach dann immer wieder neue Runs an, wenn es nicht läuft. Und irgendwann läuft halt dann mal ein Run etwas länger. Und dann geht das Video halt gerne mal 1,5 Stunden. Und das ist dann halt Mist. Ne?
Das Schlimme ist, man trauert dann immer den Items hinterher, die man im letzten Run hatte. Das ist immer ganz schlimm, ne? Tech X zum Beispiel hätte ich jetzt halt super gerne wieder. Aber ihr seht ja, selbst Tech X nützt mir nichts, weil es halt... Okay. Weil es halt im Endeffekt, Räume gibt, wo selbst Tech X, wo ich selbst mit Tech X nichts ausrichten kann, weil ich einfach, ich bin halt viel zu schlecht. Na? So. Cricket's Buddy. Auch keine schlechte Geschichte. Dead Cat ist halt auch wieder so das Ding, es ist halt ein Guppy-Item. Und drei Guppy-Items würden halt reichen, um Guppy zu werden. Das wäre halt dann das Ziel. So ein bisschen, aber naja, wie gesagt. Und ich... Irgendwie habe ich immer Angst, Runs einfach aufzugeben, wo ich... Selbst wenn die schlecht laufen, denke ich so immer, probiere es halt trotzdem. Und dann probiere ich es halt, bis es wirklich, bis der One von selbst sozusagen sich beendet. Na, und dann höre ich auf. So, wir holen uns mal die Truhe hier. In der Hoffnung, dass ich da mehr als eine Bombe wieder rauskriege, weil dann hat sie sich schon gelohnt. Na, so geht's auch. Oh Gott. Mit dem habe ich auch ein paar Geschichten in meinen Ones. Oh Gott, mit dem habe ich auch ein paar Geschichten in meinen Ones. Das ist... Ich will nicht zu viel spoilern, deswegen... Ich sage einfach nur, ich habe ein paar Geschichten mit dem Viech. Schaut es euch selber an. Das war jetzt so der Teaser für die Spezialfolgen. Nein. Ach, komm schon. Der Teaser für die Spezialfolgen. Tears Up ist nice. So, vielleicht schaffen wir es ja mit den 8 Leben hier noch durchzukommen. Okay, könnte gut gehen, könnte gut gehen. Der ist nicht so schlimm, der ist nicht so schlimm. Der macht diese Feuerbomben und das war's. Der macht nämlich nicht diese blöde Kugel, die durch die Gegend saust, der macht nur die Feuerbomben. Und wenn ich auf die einfach ein bisschen aufpasse, dann hat sich die Sache. Sehr schön. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Zwei wären cool, aber ich meine, wir kommen ja voran. Damage ist ganz nice bisher. Und durch diesen Splatter-Effekt haben wir halt auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Aber wie gesagt, es ist... Na? Also... Ich hab Dead Cat. Also ich kann immer nur mit einem Herzen starten. Und die meisten Gegner... Oh wait, ich habe ja jetzt Virgo, ne? Das heißt, ich krieg immer einen ich krieg immer jetzt nur noch Halbherzschaden, oder? Oh, das ist sogar sehr gut dann. Das ist eigentlich dann sogar sehr gut. Stimmt, ich kriege ja nur noch Halbherzschaden. Selbst bei einem Ganzherzschaden. Okay. Wait, was ist 404? Was ist 404 wieder für ein Trinket? Gives a different trinket effect per room, randomly choosing between any of the other available trinkets in the game. Ja gut, solange ich gar kein Trinket habe, kann man das machen. Ich hoffe dann nur, dass ich nicht irgendwann durch das Trinket plötzlich verarscht werde. Weil es gibt ja auch nicht so geile Trinkets. Wenn man nicht weiß, dass man das Trinket hat, dann kann es halt sehr schief gehen. Oh, ich hab... Ich wollte gerade sagen, da kommt eine Fliege runter. Oh, okay. Sind wir einfach in dem... Sind wir einfach in dem Raum gelandet. Oh, das ist interessant. Okay. Erster Knopf. Jetzt kann ich nicht in der Mitte stehen bleiben. Das ist nicht so geil. Muss hier lang gehen. Okay. Oh mein Gott. Treffer ist ärgerlich, aber wir haben den Raum. Das habe ich auch noch nicht gesehen mit den Dingern so.
Okay, wir haben zwei Schlüssel jetzt mittlerweile. Dann werde ich einmal mir die Truhe wagen zu holen. Keine Ahnung. Okay, Tour of Hearts ist jetzt halt bei einem Herzen, was ich habe, nicht so geil. Aber es wäre zumindest eine Karte, die normalerweise gut ist für diese Challenge. Weil sie dafür sorgt, dass die Herzen sich einfach verdoppeln, die man hat. Also solange auch die Herzcontainer da sind dafür. Und sie nicht jetzt Herzen am Boden spawnt, ne? Also die würde funktionieren. Die funktioniert zum Aufladen. Geh mir aus den Augen. Die funktioniert zum Aufladen, weil eben die Herzen nicht am Boden spawnen. Also überall, wenn Herzen spawnen würden, kommen die Herzen einfach nicht. Wenn aber die Herzen sich direkt regenerieren, das ist ein Effekt, der funktioniert. Ja, und ihr seht, es ist so gut wie jeder Raum ist immer mit der Champion-Variante der Gegner. Es ist insane. Es ist einfach insane. Und jeder Bossfight ist ein Double Trouble Bossfight, wenn es möglich ist. Also doppelte Bosse, ne? Meine Güte. So, wir gehen mal nach oben weiter. Ich meine, jetzt erstmal behalte ich die Tour of Hearts. Wir gucken mal, ob es irgendwann nützlich wird. Weil so wie es jetzt ist, ist es natürlich noch nicht nützlich. Das ist klar. Ja, bleibt schön da drüben. Lasst euch schön erledigen. So ist gut. Bleibt da drüben. Einfach kaputt gehen. Einfach kaputt gehen. Du gehst wieder darüber. Dankeschön. Du splatterst bitte nicht in mich rein. Dankeschön. Und jetzt musst du noch einen Abflug machen. Okay, das war's mit diesem Raum. Sehr unangenehm. Oh Gott. Sehr unangenehmer Raum. Okay, der erste ist weg. Nicht da reinlaufen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Okay, den krieg ich. Sehr schön. Jetzt nur noch die Fliege. Gut. Okay, da kriege ich meinen Schlüssel. Sehr schön. Da haben wir wieder zwei Schlüssel. Wir haben immer noch zwei Itemräume vor uns, die wir erkunden müssen. Oh, jetzt bin ich hier gelandet wieder. Na, das ist das Ding mit dem... Ah, okay. Erster Itemraum gefunden. Wäre schön, wenn wir den noch bekommen würden, ohne drauf zu gehen. Würde gerne ein paar mehr Leben diesmal behalten. Das lief vorhin überhaupt nicht gut mit den Leben, ne? Haben wir gemerkt. Ja, der Splatter-Effekt ist schon ganz cool. Ah, das ist jetzt halt... Boah, ne? Ich hatte mal einen Effekt, das ist aber glaube ich nicht der, oder ist das der Effekt? Lege ich die jetzt automatisch? Ich glaube, ich habe einfach nur jetzt solche Bomben. Ja, jetzt spoilere ich doch so ein bisschen, was ich hatte, ne? Ich hatte mal den Effekt, wo der automatisch dann die Bomben legt. Aber das ist der nicht, weil da konnte man dann praktisch, hatte man dann gratis Bomben. Nee, das ist der nicht, schade. Oh, anderer Itemraum direkt, das ist allerdings sehr schön. Da sehe ich mich. Eyeshot, ja, das ist manchmal so ein Effekt dann da drin. Und da kommt so ein Auge dann raus und macht Dinge. Das war's aber auch schon. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zum Boss. Müssen wir halt den Boss finden. Okay, jetzt könnten wir auch den Shop kurz besuchen. Ah, nee, können wir nicht, weil wir keinen Schlüssel mehr haben für den Shop. Ah, stimmt, wir müssten allerdings Schlüssel... Ja, vielleicht hoffen wir... Vielleicht bekommen wir noch Schlüssel für die nächste Ebene. Das wäre ganz gut. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Die geht auf... geht weg. Okay. So, da ist mein Shop. Solange ich keinen Schlüssel habe, komme ich da nicht rein. Was nicht so gut ist. Oh, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Oh, wenn ich in den reingelaufen wäre, das wäre wieder kacke gewesen. Und jetzt ist so ein Kleiner. Jetzt ist so ein Kleiner dabei. Da, der muss ganz schnell weg. Der muss ganz schnell weg, weil die Kleine, die übersieht man so schnell. Okay, okay, okay. Der Raum sollte passen. Der Raum sollte jetzt gut gehen. Nicht reinlaufen. Okay, gut. Boah, das ist immer so knapp. Ich probiere mal kurz was.
Ich weiß, ich habe die anderen Räume nicht kontrolliert. Schade. Machen wir das von hier aus auch nochmal. Nee, okay. Dann ist reinspringen in den Shop keine Option. Das ist jetzt wieder so ein Raum. Ne, jetzt gehe ich oben. Okay, gerade so rumgekommen. Weil das ist jetzt so ein Raum, wenn man da einmal falsch läuft. Einmal falsch laufen, dann ist es vorbei. Weil dann kommst du von denen nicht mehr durch. Jetzt habe ich es ganz gut hingekriegt. Glücklicherweise. Das hätte jetzt auch ganz anders laufen können. Aber wir brauchen den Raum nicht mal. Wir müssen einfach nur wieder raus. Möglichst ohne ein Leben zu verlieren. Vielleicht kriege ich noch einen Schlüssel. Vielleicht spawnt er mir einen Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Aber danke. Also wieder nach oben. Ganz nach oben. Hier ging es gar nicht mehr höher. Okay, der ganze Weg war umsonst. Leider nicht gratis. Na doch, eigentlich war er gratis. Ah ja, hier haben wir noch nicht alles. Sind wir noch nicht alles weitergelaufen. Oh Gott. Wir sind an allen Seiten. Ich versuche mal die an der Rand hier, am Rand hier weg, weil wenn die weg. Okay, die sind weg, sehr gut. Ja, aber das ist jetzt halt auch wieder, ne? Das ist jetzt wieder. Die sind überall. Und meine Range ist kacke. Ich könnte jetzt folgendes. Okay, ich habe ja diese Bomben. Die machen ja auch Schaden, so ein bisschen. Und confusen die. Ich kann das nutzen. Komm, ich setze noch eine. Ja, das hat gereicht. Sehr schön. Der Panic Button war folgendes. Ich muss immer alle Items nachgucken, weil ich mir nichts merken kann. Und das hier ist ein Trinket und kein Item. Ich kann mir halt echt einfach nichts merken. Es tut mir leid. Please don't be mad. Ja, wo ist er denn jetzt? Ich hab den doch schon mal gelesen. Ich find's nicht. Scheiß drauf. Aber hat jetzt 404 irgendwann mal irgendeinen Effekt gemacht? Oh, wir sind beim Boss übrigens. Ich hatte nicht den Eindruck. Okay. Na, hier Double Trouble, zweimal diese Kollegen. Aber ich sag mal, die Items, die ich jetzt aktuell habe, dieser Splatter-Effekt ist für die Fliegen hier sehr gut. Das sollte passen, das sollte laufen. Ich sollte hier nicht zu große Probleme haben. Ich hoffe, dass ich den hinkriege mit meinem halben Herz, das mir noch bleibt und ich nicht jetzt hier das Leben liegen lasse. Ich möchte gern möglichst weit kommen mit diesem halben Herz, was ich im Moment habe. Und für sowas ist dann Dead Cat schon geil, ne? Also, aber ihr müsst halt bedenken, ich brauche eigentlich am Ende recht viel Energie, um... Uah! Das war knapp. Ich brauche am Ende halt recht viel Energie, um überhaupt... Ja, ich muss ja gegen Mega-Satan am Ende kämpfen. Also, selbst wenn man die ganzen Ebenen durchschaffen sollte, am Ende muss man gegen Mega-Satan kämpfen. Und das ist nicht ein kurzer Raum, das ist der komplette Mega-Satan-Kampf. Und wenn du da nicht genug Energie hast, ich weiß nicht, wie das dann funktionieren soll. Da sehe ich mich nicht so, ne? So OP kann man gar nicht sein, dass man da mit einem Herz durchkommt, auch wenn man es in manchen Ebenen natürlich mit Lost zum Beispiel schaffen muss. Ja, okay. Kann man mal machen. So. Weiter im Programm. Sind es jetzt zwei oder ist es nur der eine? Ah, es ist mit Pin, Hilfe, um Gottes Willen. Um Himmels Willen. Pin wird mir so ins Gesicht springen gleich. Und der ist halt auch noch super schnell. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist er weg. Jetzt ist nur noch Pin übrig, ne? Okay. Wenn ich jetzt nicht in Pin reinrenne, ich bin prädestiniert dazu, in Pin reinzurennen. Ihr kennt mich. Vor allem in seine Schüsse renne ich sehr gerne rein. Leider. Okay, dann haben wir das. HP ab ist dabei. Okay, wow. Alles klar. Leider kein Schlüssel für die nächsten Ebenen. Müssen wir noch bekommen. Aber, ja, ist halt schon die Marm-Ebene, lul. Okay. Schauen wir mal, was hier wird. Necropolis XL. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich hatte meistens die Danked Deaths XL. Das ist jetzt schon
Ja, das ist halt schon wieder richtig kacke gewesen, ne? Also, da weiß ich jetzt nicht, wie ich da dem hätte ausweichen sollen. Keine Ahnung. Und kaum habe ich mal ein bisschen mehr Herzen, renne ich einfach in den Gegner rein. Das ist so schlimm. Man spielt so vorsichtig mit einem halben Herz. Aber kaum hat man zwei Herzen, rennt man einfach rein. Und ich glaube, ich verliere ich doch ein ganzes Herz und ich habe nur diesen Schildeffekt durch Dings. Ja, ich verliere doch ein ganzes Herz. Ich habe nur diesen Schildeffekt. Der Schildeffekt nützt mir aber nichts, wenn ich immer mit einem ganzen Herz starte. Oh, scheiße. Ja, okay. Virgo war dann doch nicht so. Aber wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir haben wieder nur... Oh Gott. Brimstone. Kacke. Viecher. Was macht der da oben? Okay. Kommen wir aber weg. Kommen wir weg. Nee, ich laufe noch rein. Habe ich den Raum bitte wenigstens geschafft? Ja. Boah, mein Gott. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Mein Gott, ey. Das war... Oh Gott, was... die macht die blöden Kugeln. Aber seht ihr den Raum? Seht ihr den Raum? Der hat keine Tür. Der hat nur die Tür, wo ich reingekommen bin. Das heißt, wir müssen ihn theoretisch nicht schaffen. Wenn ich den jetzt nicht schaffen sollte, muss ich nicht nochmal reinlaufen. Ja, alles klar. Wir gehen nicht nochmal rein in diesen Raum. Ciao. F. Aber wie gesagt, alles, was mich trifft, ja... Alles, was mich trifft, beendet mich halt sofort. Ich weiß halt nicht, ob ich durch den Raum durch muss. Okay. Nur noch einer übrig. Aber schaut, seht ihr, wie viele Leben ich schon wieder verloren habe? Selbst wenn ich jetzt hier ohne Dead Cat gelandet wäre, hätte ich vielleicht drei Herzen gehabt. Die wären auch weg. Ich wäre hier dreimal getroffen worden. So. Ne? Der Run könnte jetzt schon vorbei sein ohne Dead Cat. Also ich glaube, Dead Cat ist trotzdem auch für mich eine Option. Ist immer ganz schwierig zu entscheiden. Oh Gott. Der schießt von da, die schießen von da oben. Jetzt hat sich mein Schild nicht mal aktiviert. Furchtbar. Alles furchtbar. Da ist mein zweiter Schlüssel. Okay. Yo. An die Maschine komme ich nicht mal ran. Das ist ja auch eine stabile Maschine. So, jetzt geht er hoch. Jetzt kriege ich ihn, jetzt kriege ich ihn, jetzt kriege ich ihn. Mach dich weg. Oh, da war ein Schuss, da war ein Schuss. Der hat mich fast getroffen. Ich habe halt schon wieder nur noch ein halbes Herz, sehe ich gerade. Bin noch gar nicht aufgefallen! Aber auch der Raum ist nicht nötig zu besuchen. Okay. Den Raum muss ich allerdings machen. Und das ist nicht gut. Können sich die Herzen mal verabschieden jetzt so langsam? Ich habe sie jetzt oft genug getroffen, denke ich. Nicht der Meinung. Aber die Herzen... Nee! Oh Gott. Dass ich dem Schuss ausweichen konnte. Viel zu viel Glück. Okay. Itemraum. Was hast du Hübsches für mich? Diese kleinen frechen Fliegen, die einem das Baseball-Item runterladen würden, wenn sie einen treffen, sind in fast jedem... Oh, natürlich. Ein HP ab. Grundsätzlich wäre es nice. Vor allem ist das ein HP ab, was alles auffüllt. Hätte ich jetzt ein paar mehr Herzen gehabt, wäre das noch besser gewesen. In dem Fall hilft es mir leider nicht so viel, so blöd es klingt. In dem Fall hilft es mir leider nicht so viel. Also andere Items wären nützlicher gewesen. Irgendwas, was Damage erhöht, keine Ahnung. Hm. Gut, mache ich das wieder. Das ist wieder der Moment, ne? Wo ich sage, jetzt habe ich wieder Herzen, jetzt lass mich plötzlich wieder treffen einfach. Weil ich es kann. Keine Ahnung. Okay, hier waren wir noch nicht.
Aber ich glaube, es hatte ich mir auch gerade, die Karte hat gerade gewackelt, es hat mich gerade irgendwohin verfrachtet einfach. Oh Gott! Ich meine, die treffen mich nicht, weil sie nur seitlich greifen, schießen können. Das ist sehr gut. Die kann ich ganz langsam jetzt erledigen. Weiß, dass die Tür offen ist. Ich habe es mitbekommen. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Würde lieber das Ganze hier sicher beenden. Okay. Oh Gott, furchtbarer Raum. Komm jetzt auch nur durch, weil sich mein Schild aktiviert hat, ne? Das sind so Räume. Das ist genau so ein Raum, den ich meinte. Das ist genau so ein Raum, den ich meinte. Der beendet einen einfach. Was soll man da tun? Was soll man da tun? Jetzt kann ich auch die Tour of Hearts einsetzen. Dann habe ich meine zwei Herzen wieder. Keine Ahnung, ob es jetzt sinnvoll ist. Bevor ich nochmal getroffen werde. Ach, ich weiß es nicht. Witzig, es ist irgendwie albern. Das kommt mir echt dumm vor. Das an der Position zu machen, aber... keine Ahnung. Oh Gott, nein, das sind zwei dabei, die ewig brauchen, bis sie weg sind, weil die sich immer erst öffnen müssen und ich hasse das. Ich hasse die. Und der andere macht seine scheiß Kugeln. Und dann ist da... Oh Gott, Alter. Dass ich noch nicht einmal getroffen... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, dass ich noch nicht einmal getroffen wurde. Das ist ja ein reines Wunder. Okay, der ist weg. Die zwei Nervigen sind weg. Mit den anderen komme ich klar. So viel dazu. Werde ich erstmal stabil abgeschossen. Okay, das ist dieses Viech. Oh Gott, ich kann mich kaum bewegen, Alter. Der Zug ist enorm von den Viechern. Also die Anziehung. Yo, ich komm nicht weg. Holy shit. Ich komm wieder nicht weg. Alter, ich kann nichts tun. Außer mich noch zu ersetzen irgendwie. Boah. Das war unangenehm. Okay, der Raum ist nutzlos. Entweder ich sterbe da drin. Ich hoffe nicht. Weil dann ist mein zweites Herz wieder weg. Das war super knapp. Ja, entweder ich sterbe hier drin oder halt nicht. Oh nee, das war so unnötig. Das war einfach so komplett unnötig. Nein! Na, oh mein Gott. Okay, das war auch dumm. Keine Frage, das war richtig dumm. Aber jetzt bin ich halt auch schon wieder, ne? Ich habe meine ganzen Herzen verloren. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt schließen wir den Part ab. Ich will gar nicht mehr wissen, was es hier noch für ein Item gäbe. Es bringt halt so nichts, ne? Ihr seht selber. Also, aber das ist in etwa die Challenge. Und das dürft ihr gerne euch in 8 oder 9 Folgen angucken. Oh, jetzt habe ich hier einen komischen Trinket-Effekt. Ja, cool. Okay, passt. Wir belassen es dabei. Das ist der einzige Part, der für euch sozusagen in Anführungszeichen obligatorisch ist für diese Challenge. Ansonsten geht es jetzt in Part 46 weiter mit normalen Runs. Und ich lade diese ganzen Ultra-Hard-Versuche separat hoch. Ich meine, sie sind halt jetzt nummeriert von 38 bis 44, ne? Aber ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Und
wie gesagt, wenn ihr die normalen Folgen, die Ultra-Hard-Folgen sehen wollt, ist ja, seht sie als ganz normale Folgen an. Aber sie sind halt praktisch mit null Fortschritt verbunden. Weil du schaltest bei einer Challenge halt auch nichts frei. Selbst wenn du irgendwelche Items einsammelst, die du noch nicht hattest, du schaltest nichts frei. Du kannst keine anderen Achievements während einer Challenge sammeln. Du hast nur die Challenge, du schaffst sie oder du schaffst sie nicht. Ich habe sie bisher nicht geschafft. Und ihr seht, wie schwer die ist. Also, insane. Insane. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Und tschüss.